oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge mit einem Spiel für Android. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch für iOS gibt. Einem Spiel von Sega, Sonic Jump Fever. 41 MB groß, aktuelle Versionsnummer der App 1.6.1, erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher. In-App-Käufe zwischen 1,09 € und, bitte festhalten, 109,99 €. Meine Fresse, kann ich da nur sagen. Bei 374.898 Gesamtbewertungen haben wir eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,3 Sternen. Es ist im Prinzip Doodle Jump im Sonic-Gewand. Also ihr steuert die Figur, ihr hüpft von Plattform zu Plattform hoch, ihr müsst Ringe und Medaillen und was weiß ich einsammeln, ihr müsst Hindernissen ausweichen. Ihr hüpft halt von Plattform zu Plattform, das macht ihr, indem ihr das Gerät einfach links bewegt, dann hüpft er weiter nach links, nach rechts, dann hüpft er weiter nach rechts. Ganz einfache Steuerung. Ihr könnt noch die Charaktere verbessern und so weiter und so fort. Und dabei natürlich auf In-App-Käufe zugreifen. Ich habe ja eben schon gesagt, bis 109,99 €. Meine Fresse, sage ich da nur. Ist eigentlich nicht so meine Art des Spiels. Ich persönlich bleibe bei Doodle Jump. Ist halt das Original für mich. Und unter anderem auch das erste Spiel, was ich damals unter iOS runtergeladen habe, glaube ich sogar. Aber wem die Sega-Grafik beziehungsweise die Sega-Figur, also Sonic oder Sonic, nein, wie auch immer. Also das Viech einem mehr liegt, der wird mit Sonic Jump Fever bestimmt nicht unglücklich sein. Aber bitte nicht 109,99 € als In-App-Kauf ausgeben. Dankeschön. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.